Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist der 17. Sonntag nach Trinitatis, aber gleichzeitig auch das Erntedankfest. Und gestern feierten wir den 30. Jahrestag der Vereinigung der beiden ehemals deutschen Staaten. Wir haben also doppelten Grund, unserem Herrn zu danken für 30 Jahre Einheit unseres Vaterlandes und für die reiche Ernte, die er uns auch dieses Jahr wieder geschenkt hat. Und so wollen wir miteinander das Danklied singen, wir pflügen und wir streuen. Das ist die Nummer 508. Wir pflügen und wir streuen.
Wir beten Psalm 104. Es steht im Gesangbuch die Nummer 746 auf Seite 1175. Psalm 104, die Nummer 746 auf Seite 1175. Herr, die Erde ist voll deiner Güter. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott. Du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibet ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Amen. Amen. Wir singen als Antwort den Kanon. Das ist die Nummer 640. Vor dich
mit unserer Unvollkommenheit, ja, mit dem, was wir falsch gemacht haben, ja, mit unseren zum Teil unnützen Gedanken, Worten und Werken. Ja, wir haben Grund zu danken. Wir haben Grund zu danken für 30 Jahre Einheit unseres Vaterlands. Und wir haben Grund zum Danken dafür, dass du uns jeden Tag unser tägliches Brot, ja viel mehr noch, gibst, gerade hier auf unserem europäischen Kontinent. Aber wie oft vergessen wir dabei, dass es Menschen gibt, ja, die unserer Hilfe bedürfen. Wie oft vergessen wir, dass es Menschen gibt, die vor Hunger nicht einschlafen können, insbesondere kleine Kinder. Und wie oft vergessen wir, dass wir hier über 70 Jahre lang in Frieden leben, wo es doch so viel Kriege auf der Welt gibt. Und was tun wir? Wir stimmen mitunter zum Teil noch in dieses Kriegsgeheul mit ein, indem wir Dinge verurteilen, ohne darüber nachzudenken, warum wir dies tun. Herr, wir bitten dich, nimm das von uns. Ja, nimm das Kriegsgeheul und die ungleichmäßige Verteilung der Güter und die Armut doch endlich von der Welt. Gib, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass die Welt besser wird. Nimm doch alles von uns, was uns von dir trennt, und gib, dass wir deine Wege gehen. Denn nur sie führen zum Ziel. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seht, welche Gnade hat uns der himmlische Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Gebt unserem Gott die Ehre, Lob singt ihr Völker alle, Laudate omnes gentes. Laudate omnes gentes, Laudate dominum. Laudate omnes gentes, Laudate dominum. Laudate omnes gentes. Jesus Christus, du hast uns gesagt, dass wir um das tägliche Brot bitten sollen. Ja, das tun wir immer, wenn wir das Vaterunser beten. Du hast aber auch gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Lass uns das wieder lernen, heute Morgen im Gottesdienst und auch in unserem Alltag. Ja, dass wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben, wenn wir einmal auf etwas verzichten müssen, nicht in Kram geraten, sondern auf deinen Frieden hoffen, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht im 5. Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 7 bis 18. Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der Tiefe hervorsprudeln. Es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen und Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet keinen Mangel kennen
und es wird euch an nichts fehlen. Das Land hat sogar eisenhaltiges Gestein, und in seinen Bergen könnt ihr Kupfer schürfen. Ihr werdet euch satt essen können und werdet dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Aber vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Missachtet nicht seine Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde. Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr genug zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Er hat euch aus Ägypten, wo ihr Sklaven gewesen seid, herausgeführt. Er hat euch beschützt in der großen und gefährlichen Wüste, wo giftige Schlangen und Skorpione hausen, wo alles ausgedörrt ist und es nirgends einen Tropfen Wasser gibt. Aus dem härtesten Felsen ließ er eine Quelle entspringen. Mitten in der Wüste gab er euch Manna zu essen, von dem eure Vorfahren noch nichts wussten. Er ließ euch Hunger und Durst leiden, um euren Trotz zu brechen und euch auf die Probe zu stellen. Aber danach gab er euch, was ihr zum Leben brauchtet. Vergesst das nicht und lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Und er hat es getan, weil er zu den Zusagen steht, die er euren Vorfahren gegeben hat, wie ihr das heute sehen könnt. Halleluja! Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt. Drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Halleluja! 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 Gottes Wort gehört und antworten darauf, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied. Das ist die Nummer 317, Lobe den Herrn, den mächtigen König. Die Strophen 1, 2 und 4. Musik.
Mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Evangelium des heutigen Sonntags steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm: Ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Besitz ab, auch wenn dieser noch so groß ist. Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich nur tun? Überlegte er. Ich weiß nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen. Und kann zu mir selbst sagen: Gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt und kannst dir Ruhe gönnen. Iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht musst du sterben. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss: So geht es allen, die nur für sich selbst Reichtümer sammeln, aber in den Augen Gottes nicht reich sind. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Wir sind das Volk. Ja, diese Worte klingen uns wohl noch alle in den Ohren. Es ist nun gut 31 Jahre her, als in Leipzig und anderen Städten der damaligen DDR die Montagsdemonstrationen ihren Anfang nahmen. Niemand hätte zu der damaligen Zeit gedacht, ja, dass es nur noch
fast 2 Jahre bis zur deutschen Wiedervereinigung dauern sollte. Wie hätte man darauf auch kommen können? Stacheldraht und Schießbefehl bestimmte auch im Frühjahr 1989 noch das Leben unserer Landsleute im Osten. Aber die Zeichen standen, wie man so schön sagt, auf Sturm. Viele wollten das einfach nicht mehr mitmachen. Sie gingen auf die Straße, forderten Freiheit, forderten Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Reisefreiheit, schlicht. Sie forderten Freiheit für ihr Leben. Ist das eine Forderung, die unberechtigt war? Die Menschen in der damaligen DDR wussten, dass es auf der anderen Seite Freiheit gab, dass man seine Meinung sagen konnte, ja, dass die Läden voll waren, ja, dass die Menschen sich nicht unter die Knute des Staates begeben mussten. Viele wussten auch, dass es bei uns keine gebratenen Tauben vom Himmel regnete, dass es Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit gab. Aber den Menschen war am wichtigsten ihre Freiheit. Sie wollten sich schlicht nicht mehr bevormunden lassen. Mit Friedensgebeten und Kerzen ging es unter anderem auch in die Kirchen. Und noch einmal, wer ahnte, dass Gebete und Kerzen ein paar Monate später ein gesamtes System zu Fall bringen würde, was doch noch kurz vorher so fest im Sattel gesessen hatte, wie es schien. Grund zur Dankbarkeit. Grund zur Dankbarkeit den Menschen gegenüber, die in diesen Monaten unter Lebensgefahr auf die Straßen gingen. Denn so ungefährlich, wie das oft den Anschein hatte, war es beileibe nicht. Aber die Menschen traten für ihre Freiheit ein und bekamen den Lohn dafür. Ja, wir im Westen sprachen so oft vom Mauerfall, als wäre die Mauer einfach so gefallen. Dabei waren es doch die Menschen im Osten, die mit ihrer Beharrlichkeit das Regime dazu brachte, einzulenken und die Grenzen zu öffnen. Ja, die Grenze war durchlässig geworden und die Menschen besuchten sich gegenseitig. Aber die Dankbarkeit heimsten dann, wie das so oft der Fall ist, andere ein, die letztendlich nur primär damit zu tun hatten und, ja, Gott sei Dank, möchte ich sagen, auf diesen Karren aufspringen konnten, da sie die Macht hatten, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Es gab Menschen, die in Verantwortung standen, die nie daran zweifelten, dass unser Vaterland irgendwann wieder eins sein würde. Ja, dazu gehört auch Dankbarkeit, dass sie diese Weitsicht hatten. Ich
Ich möchte jetzt hier bewusst keine Namen nennen, denn jeder hat so seine eigene Persönlichkeit, an der er das festmacht. Aber keiner von denen, die dann durch Staatsverträge und endlose Plenarsitzungen dafür sorgten, dass die Einheit letztendlich zustande kam, hätte dies tun können, ohne die mutigen Bürger und Bürgerinnen, die an den Montagen auf die Straße gingen. Wir können nichts tun, heißt es so oft. Die da oben machen doch, was sie wollen. Wie sind wir da doch eines Besseren belehrt worden? Ja, wir haben Grund zur Dankbarkeit für die Vereinigung Deutschlands, dass das friedlich vonstatten ging, dass das Einverständnis unserer Nachbarn letztendlich bekommen wurde. Ja, das alles macht uns dankbar. Aber haben wir die Rechnung auch mit dem Wirt gemacht? Unser ehemaliger Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat das in seiner Rede am 3. Oktober in der Berliner Philharmonie sehr deutlich gemacht, indem er am Schluss sagte, die Freude, die wir heute erleben, ist ein Götterfunke. Er sprach damit nicht nur auf die 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven an, in der ja bekanntlich dieses Lied der Schlusssatz ist, Freude schöner Götterfunken, sondern er mahnte auch damit an, dass dieser Funke, den die Menschen auf den Straßen mit Kerzen und Gebeten entfacht und entzündet hatten, überspringen möge auf uns hier im Westen, auf das gesamte deutsche Volk und natürlich auch auf die Völker ganz Europas und der Welt. Sie hatten gesehen, dass hier eine friedliche Revolution vonstatten ging und hatten dadurch wesentlich weniger Ängste. Hier hatte wahrlich Gott die Hand im Spiel. Und das sollten wir nicht vergessen, auch wenn wir dann gestern diesen Tag der deutschen Einheit gefeiert haben, der ja stets mit einem Gottesdienst beginnt. Alle guten Gaben kommen von Gott, dem Herrn, haben wir soeben gesungen. Ja, die Gabe der Wiedervereinigung unseres Landes ist mit Sicherheit eine solche. Aber wir dürfen und sollten dabei nicht vergessen, dass es nach wie vor auf unserer Welt Kriegsherde gibt, die nicht zuletzt dadurch geschürt werden, dass der Waffenexport blüht. Nein, das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten auch nicht vergessen, dass es Menschen auf unserem Planeten gibt, die eben nicht aus dem Vollen schöpfen können, die hungern, die von Krankheiten gebeutelt sind, ja, die es wirklich schwer haben. Das sollten wir nicht vergessen. Wir danken heute hauptsächlich für unsere gute Ernte. Ja, wenn bei uns auch Ernten einmal etwas schlechter ausfallen, so sind sie doch im Vergleich zu vielen Gebieten unserer Erde sehr reichhaltig. Ja, dafür müssen und dürfen wir unserem himmlischen Vater dankbar sein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei uns im Land die Verteilung auch nicht
so geregelt ist, wie das eigentlich sein müsste. Warum gibt es in einem so reichen Land, wie wir sind, Altersarmut? Warum gibt es Eltern, die sich ja die Musikschule für ihre Kinder nicht leisten können, ja, die von Sozialhilfe leben müssen, ja, die, wenn sie Arbeit haben, davon nicht leben können? Ja, das alles müssen wir an einem solchen Tag bedenken. Ich komme noch einmal auf Richard von Weizsäcker zurück, der in seiner Rede am 3. Oktober auch davon sprach, dass wir, wenn es nötig ist, bis zum Umfallen arbeiten und schuften können. Ja, wenn es drauf ankommt, können wir das. Und es sind viele Dinge auch in unserem Land, an denen gearbeitet werden muss. Vieles muss angepasst werden an die heutige Zeit. Ja, vieles sollte und muss aber auch so gelassen werden. Es gibt Dinge, die sich über Jahrzehnte bewährt haben, an denen man rütteln will. Warum, könnte man fragen, während man andere Dinge, die dringend reformbedürftig sind, oftmals nicht beachtet. Ja, Weitsicht gehört zum Leben dazu oder sollte zum Leben dazugehören. Weitsicht, die über den eigenen Tellerrand hinausgeht. Weitsicht, die eben nicht verborgen lässt, was auf unserer Welt schiefläuft. Und da könnten wir mit Sicherheit einiges aufzählen. Ich möchte hier wirklich an dem heutigen Tage keine Schwarzmalerei betreiben, aber wir sollten diese Dinge nicht aus dem Auge lassen. Aber genauso wichtig ist es, an diesem heutigen Tag Gott Dank zu sagen für all das, was er uns tagtäglich zum Leben gibt. Ja, er gibt uns unser tägliches Brot, das, was wir zum Leben brauchen. Er hat uns auch durch Jesus Christus seinen Frieden verheißen, um den wir bitten und um den wir auch von ganzem Herzen bitten müssen. Er hat uns ja die Freiheit verheißen, ein teures Gut, wenn nicht das teuerste Gut überhaupt. Wenn wir auch heute durch das Coronavirus eingeschränkt leben müssen, so heißt das nicht zwangsläufig, dass es hier um Beschneidung von Freiheitsrechten im Gesamten geht. Wenn wir im Moment mit Kontaktbeschränkungen leben müssen, dann geschieht dies zu unserer eigenen Sicherheit. Ich bin mir bewusst, dass das viele anders sehen, aber wenn ich mich an Jesus Christus halte, der sagt, Frieden hinterlasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch, was gleichzeitig auch heißt, dass er uns die Freiheit gibt zum Glauben an ihn, so kann ich nicht anders, als so zu denken, dass Einschränkungen, wenn möglich, auch wieder zurückgenommen werden können. Dass wir darauf achten müssen, steht außer Frage. Aber wir sollten das in einer Weise tun, die nicht diejenigen vor den Kopf stößt, die wirklich am Virus erkrankt sind und erleben müssen, dass
Leute meinen, das Ganze wäre ein Spuk. Ich weiß, dass ich hiermit einige vor den Kopf stoße, aber noch einmal, Jesus Christus ist derjenige, an den wir uns halten sollen und halten müssen. Und Jesus möchte nicht, dass Menschen sterben. Dass Menschen sterben durch die Unvorsichtigkeit anderer. Jesus hat uns das Leben verheißen. Jesus hat uns die Freiheit im Glauben gegeben und er hat uns das ewige Leben verheißen. Und für all dies, für die Freiheit, die wir trotz Einschränkungen in unserem Lande genießen, für die überaus guten Gaben, die wir durch die Ernte empfangen durften, und eben auch dafür, dass wir sagen können, was uns nicht gefällt, was in vielen anderen Teilen der Welt immer noch nicht möglich ist. Dafür müssen und sollen wir an dem heutigen Tag unserem Herrn, unserem himmlischen Vater, durch Jesus Christus loben und danken. Paulus sagt, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das wollen wir heute tun. Danken für alles Gute, was wir durch unseren Herrn empfangen haben. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied. Es ist die Nummer 321. Nun danket alle Gott. Nummer 321. Schwestern und Brüder, es ist Folgendes bekannt zu geben. Wir laden zum nächsten Gottesdienst ein. Er findet als Lobpreisgottesdienst am kommenden Mittwoch statt. Und da geht es dann weiter mit der Bergpredigt. Wir weisen nochmal darauf hin, dass ihr uns Gebetsanliegen schicken könnt, die euch am Herzen liegen.
Ja, dass ihr uns erzählen könnt, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Und wenn ihr das nicht öffentlich tun wollt, so können wir das auch gerne telefonisch oder per E-Mail tun. Das bleibt jedem selbst überlassen. Wenn euch unsere Gottesdienste gefallen, so könnt ihr sie auch gerne weiter verschicken. Ihr könnt uns aber eben auch liken, das heißt den Daumen hoch machen in den sozialen Medien. Auch die Online-Kollekte gibt es noch. Wir wollen miteinander Fürbitte halten. Lieber Vater durch Jesus Christus, du bist der ewige Gott, dem wir durch deinen Sohn gegenübertreten können, so wie wir sind. So nimm du nun unsere Fürbitten auf, die wir vor dich bringen, und sieh uns gnädig an. Wir bitten dich für alle, die Hunger leiden müssen auf dieser Welt. Gib ihnen Kraft und gib ihnen Menschen, die ihnen zur Seite stehen, ja, dass auch sie satt werden können. Satt an Lebensmitteln, aber auch satt an geistlicher Nahrung. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, deren Freiheit durch Krieg und Gewalttaten auf dieser Welt bedroht ist. Dass sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Er gibt ihnen Mut, aufzustehen und zu sagen, so geht es nicht weiter. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für alle, die politisch Verantwortung tragen. Gib ihnen deinen Geist und zeige ihnen die Möglichkeiten auf, die du für richtig hältst, ja, dass Friede in diese Welt kommen möge. Zeige ihnen Wege, ja auch aus Irrwegen herauszufinden, in denen sich manche von ihnen vielleicht befinden. Zeige ihnen, dass es keine Schande ist, wenn sie dir nachfolgen in allem, was sie tun. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für alle, die sich Sorgen um ihre Existenzen machen. Zeige du ihnen Wege auf, aus diesen Nöten herauszukommen. Stell ihnen Menschen an ihre Seite, die ihnen helfen. Erbarme dich, erbarme dich. Herr, wir bitten dich, lass uns Wege finden, dass die reichen Güter, die diese Erde hat, die aus dir hervorgegangen sind, so verteilt werden, dass niemand hungern muss. Ja, lass es Menschen geben, die von ihrem Überfluss frohen Herzens abgeben, ja, damit die, die weniger haben, auch leben können. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für deine Kirche. Ja, gib ihr deinen Geist, dass sie dich verkündigt, dass sie nicht müde wird, dein freimachendes Wort auszurufen. Führe sie durch die Zeit und erneuere sie, wo sie erneuert werden muss. Ergib, dass Gemeinden trotz Schwierigkeiten, was Pfarrstellenbesetzungen
und andere finanzielle Dinge betrifft, trotzdem leben können und sich darauf konzentrieren können, dein Wort zu verkündigen. Ergib, dass deine Kirche für dich da ist. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Herr, wir bitten heute auch noch einmal für die Gesundheit von Marlene Zimmermann. Stärke sie, unterhalte sie im Glauben, zeige ihr, dass du sie liebst und in den Händen hältst. Und gib auch den Angehörigen Kraft, ja, dass sie die Zeit meistern können und dass sie in dir Kraft und Mut finden. Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich. Wir beten weiter in der Stille. Lieber Vater Jesus Christus, du hast uns von jeher unser Brot gegeben. Du hast Jesus in diese Welt kommen lassen, damit wir, so wie wir sind, vor dich treten können. Das wollen wir jetzt tun, als deine Kinder. Gib, dass wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, jetzt voll Vertrauen beten können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch einmal singen. Das ist das Lied Nummer 575. Segne und behüte. Dass ihr heute wieder mit uns Gottesdienst gefeiert habt. Wir hoffen, dass ihr gestern einen schönen Feiertag hattet und heute einen gesegneten Erntedanktag. So geht hin in diesen Sonntag und in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Wir hören als Nachspiel Schau auf die Welt. Welche Strophen waren das? 1, 3, 4. Ah ja. Schau auf die
Stop.